Und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde von Legion. Wir sind jetzt hier in das mega High-Elo Game reingerutscht. Ich versuche mein Team so gut wie möglich zu unterstützen. Klar versuche ich das immer, aber diesmal sieht das echt verdummt aus. Alle viel besser als ich. Eieiei. Eieiei. So. Den Butcher nehmen wir mit. Gargoyle nehmen wir mit. Oder nehmen wir gar, dann habe ich kein Magic Tank. So, wieder mal ein Butcher Start. Ich weiß nicht. Banana Bank ist auch geil. So habe ich aber keine Einheiten, die wenig kosten. Eieiei. Gar keinen Damage-Dealer. Oh, fuck. Ja, machen so. Keine Ahnung. Das war jetzt ein bisschen spontan. Die letzten paar Sekündchen. So. Wir gehen natürlich in den Worker und Snail. Wir haben jetzt kein Tank. Kein Magic Tank. Aber wir versuchen das mit Life-Rack und Life-Steal auszugleichen und versuchen hier irgendwie mit Discipline an Damage dagegen zu halten. Mal gucken, ob das Ganze auch so klappt, wie ich mir das vorstelle. Das ist immer so eine andere Sache. Wir senden. Ich habe erstmal nichts bekommen. Wir senden gelb. Gelb ist hier. Also gegen Pierce Verteidigung. Ach, gegen Zwift Verteidigung ist Pierce am besten. Wir müssen dann mal gucken. Ja, das ist eigentlich ganz gut so. Obwohl ein Dings starten, ein Berserker Start schon ziemlich kräftig ist. Er wird hier liegen, oder? Lol. Das muss ich mir nochmal angucken, was der hat. Den Start fand ich interessant. So. So. Und so. Da machen wir jetzt dann einen Tank draus. Senden keine Snail. Warten jetzt ein bisschen. Jetzt haben wir gleich nur eine Snail bekommen, das ist okay. Ja, es könnte jetzt wehtun. Es wird sogar wehtun. Ich werde hier liegen, bin ich mir relativ sicher. Oh, er hat jetzt schon eine Violet. Na, das ist aber kräftig. Oh, das werde ich sogar nicht liegen. Ah, ja, okay. Habe ich doch meinen Butcher leicht unterschätzt. Aber naja. Bin sogar der schnellste von uns gewesen. Strange. So, aber jetzt hier erstmal den Bone Crusher. So, und wir senden vier Snails. Auf der 4, auf der 5. 3 Snails. Probieren uns da mal wieder so ein bisschen durchzulacken. Gucken, ob das was wird. Gegen wen senden wir nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Gelb. Gelb ist hier. Ah, nee, da werden 4 Snails gar nichts bringen. Da muss ich dann Double Lizard. Ob ich da vielleicht durchkomme. Schick bei einer Pierce Wave. Warum bin ich eigentlich nicht so schlau und schick auf einer Pierce Wave? So, der Bone Crusher kann hier super gegenheilen. Mit Lifesteal und Life Rack ist das einfach GG. Der hält hier super lange durch. Darüber bin ich auch sehr glücklich. Und wir gucken mal die nächste Pierce Wave uns an. Da senden wir dann vielleicht eine. Da senden wir dann vielleicht eine Fiend, die hat mehr Damage. Aber Lizard ist ranged. Oh, da hat schon einer geleakt von den Gegnern. Sehr schön. Nee, ich kann jetzt nicht. Kann gar nicht. So, Impact Swift. Machen wir jetzt so ein.
machen eine kleine Bogenschützenarmee und werden davor ein paar Tanks bauen. Also das wird auch noch ein Feuer-Bogenschütze, Fire Archer. Also von der Tankiness her sollte das eigentlich passen. Der Bonecrusher hält lange durch, der Butcher hält lange durch. Da sehe ich jetzt eigentlich kein Problem. Er kann auch ziemlich lange eintanken. Also da bin ich jetzt positiv überrascht in dem Sinne. So, wir haben 100 Mythium. Haben wir was abbekommen? Ich hab wie denn? Nee, er hat nichts gesendet, wa? Ich habe nichts gesehen. Oh, nett. Schönes Ding. Da bedanke ich mich natürlich beim Blauen. Aber oh, die haben jetzt schon gefühlt 6000 Worker. Ne, haben sie nicht, aber trotzdem ein bisschen mehr. Auch mehr Income als ich. Aber dafür werde ich ja dann bei der nächsten Pierce Wave durchbrechen. Mit Double Lizard. Was ist denn die nächste? Ist die nächste? Ach, Scheiße. Doch, Scorpions wären jetzt Pierce. Naja, hätte ich wenigstens ein Income mitbekommen, aber ist ja egal. So, Pierce Natural. Reicht genau. Das sollte auch fein sein so. Und dann werden wir jetzt definitiv einen Worker gehen, weil wir ein bisschen, ja, ein bisschen Income-arm und halt zu wenig Mithril bekommen. Aber dafür wird er jetzt hier gut einstecken. Man sieht schon, er wird nicht mal gefokust, aber kriegt jede Menge Schaden ab. Und da sind nur die zwei Fiends drauf. Die zwei Fiends, die zwei Lizards. Wenn der tot ist, sollten wir hoffentlich. Ah, der müsste eigentlich früher sterben. Ja, der Butcher, der Bonecrusher, der macht es halt hier einfach GG. Sieht man ja. Da kann ich sterben gegen den. Lifesteal, Life-Rack ist einfach top. Er hat auch wieder nicht gesendet. Oder ich habe es zwar nicht gesehen, aber ich muss jetzt einfach noch einen Worker gehen, sonst bin ich einfach viel zu schlecht. Wir haben nicht viel geleakt, aber ein bisschen. Hätte jetzt nicht erwartet. Brauche mehr Income, deswegen werde ich jetzt noch ein bisschen was senden. Muss ich dann schon nutzen. Dahingehend habe ich jetzt ein bisschen aufgeholt vom Income her. Und die haben natürlich mehr Mithril. Naja, nicht wirklich. So, Impact Fortified. Ja. Das ist nicht so geil. Aber wir können jetzt hier auch nicht. Pierce Damage ist dann Mist. Sollte ich dann eher einen Fire Archer gehen, auch wenn er auch Pierce Damage macht, aber wenigstens noch ein bisschen Magic. So. Sollte eigentlich passen, aber ich werde einen Super Center bekommen. Nee, er hat eine Fiend. Ich werde einfach nur, dass der Bonecrusher möglichst lange durchhält. Man sieht schon, die Feuerpfeile tun weh. Weil jetzt ist der ja das Mana so gut wie weg. Aber auch schön, dass es sich so ein bisschen verteilt vom Damage her, weil so kann der Life-Rack von denen zuschlagen, der Life-Rack von dem. Und dadurch werden wir das ja auch halten. Da sehe ich kein Problem. Und der drückt hier durch. Okay, die Impact Wave. Ach, die hat seinen Mudman zerstört. Und wenn der Mudman weg ist, dann wird halt der. Ups. Jetzt wollte ich hier mein Handy schon wegwerfen. Dann wird der Schlitzer hier. Der wird dann total schnell weggenudelt. Aber auf der Wave 6 hier mit drei Violets zu sitzen, das ist echt brutal. Das ist echt heftig. Magic Arcane. Ja, na klar, wieder die Magics-Ding. Die Magic Waves, die tun mir weh. Aber ich würde sagen, wir kontern damit Damage einfach gegen. So, hier kommt dann noch ein Tank hin. Und wir sind jetzt einfach ein bisschen was fürs Income.
gucken mal an, was der Gelbe gebaut hat. Mudman. Ja, das hatten wir ja schon. Dann müssen wir vielleicht auf eine Impact Wave die kaputt machen. Das wäre vielleicht ganz top. Wir haben eine Turtle bekommen, das ist ziemlich schlecht. APS kann jetzt hier ein bisschen tanken. Aber auch nicht so viel, oder doch? Ja, nicht ausreichend, ich werde leaken. Aber das Ganze hält sich noch in Grenzen, wenn es nur der Cent ist. Oh, wir sind sogar durchgedrückt, haben es geschafft. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und die Daphne hält das sogar. Da bin ich froh drüber. Dann werden wir jetzt ausbauen. Boah, zwei haben geleakt von uns. Echt nicht nett. Nicht so fein. Wir sind noch eine Snail, ich brauche mehr Income. Ich habe ja gar keine Ranger mehr, oder? Magic Swift. So. Und dann müssen wir jetzt irgendwie noch auf Damage gehen. Wir sind Double Snail. Und jetzt, der wird jetzt auch durchdringen. Das glaube ich ja fast. Aber da kann ich auch nichts gegen machen. Also da ich jetzt einfach eine schlechte Aufstellung für. Ui, scheiße, ich brauche Mist hier. Double Lizard. Geht auch unglücklicherweise auf meinen Fire Archer. Obwohl das eigentlich ganz gut ist. Weil der Schaden hinten stimmt, wa? Aber jetzt werden die Damage Dealer fokussiert und da. Ich komme da sogar wieder durch. Nett. Ah, APS kann hier einen. Der hätte wenigstens gute Verteidigungswerte mit seinem Fortified. Ich kann jetzt hier hoffentlich noch eine Cobra mitnehmen. Das ist okay. Kriegt er sogar noch ein Lizard? Das wäre cool. Ah, verdammt knapp. Ah. Schade, hätte ich ja sehr gerne gehalten. Damit das nicht zu sehr ausartet. Naja. Ich hatte aber ehrlich gesagt gedacht, dass wir da wesentlich mehr einstecken müssen. Also, dass das einfach übelst nach hinten losgeht. Wir sparen jetzt für die 10. Wir haben sogar eigentlich was gesendet bekommen, oder? Da gehen wir noch einen Worker. Ja, hier glänzen halt unsere Schadenswerte überhaupt nicht. Da gehen wir aber noch eine Dach nach. Auch wenn der Schaden jetzt nicht so überragend ist auf der Wave, aber er hat gerade gesendet und dadurch wird er jetzt nicht nochmal was senden. Und das sollte eigentlich passen. Wir haben alle ungefähr den gleichen Radius, wie sie schießen können. Dadurch wird das hier hinten. Also die werden alle von der Aura betroffen und dadurch der Fernkampfschaden auch schön erhöht. Sieht man ja, perfekt sitzen alle drin. Die Tanks, ja. Die halten jetzt nicht so mega durch. Aber das ist okay. Die sollen ja nur lang genug tanken, dass der Schaden im Hintergrund durchkommt. Da können wir nicht durchbrechen gegen zwei, wie heißen sie, Berserker. Die Fire Archer, man mag es nicht glauben, aber diese bisschen Tankiness, die sie durch diese Life-Rack bekommen, ist doch entscheidender, als man denkt manchmal. Also das ist erstaunlich manchmal. Bin immer wieder überrascht. Dabei bin ich eigentlich überhaupt kein Freund von denen. Oh. So. Was durchgelassen. Taktischer Leak für die 10. Damit wir nochmal vielleicht ein bisschen mehr senden können. Ich habe schon wieder verdammt wenig Worker. Obwohl, die hatten sich ja alle ziemlich im Hintergrund. Und vielleicht sogar noch eine Snail. Das ist okay.
Einfach noch für nichts, fürs Geld. Impact 45. Ah, ganz knapp kriegen wir keinen Firelord hin. So. 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 Und wir machen noch einen Fire Archer, der kommt dann hier hinten. Eigentlich sollte so passen. Turtle und zwei Lizards. Er will es aber wissen, war der Bone Crusher macht sehr schnell einen Abgang. Und irgendwie ist die Discipline mega weit nach vorne gegangen. Warum? Das ist ja übelst bad. Also das ist richtig schlecht. Wenn ihr noch eine Rotation rausbekommt, dann ist er sogar tot. Sehr schön, dann kriegen wir das Ganze ja auch gehalten. Ja, hier kommen wir nicht durch. War fast zu erwarten bei Double Berserk. Keiner hat geleakt von uns. Das ist schon mal sehr gut. Und der Drake. Perfekt. Top. Definitiv nice. Also eine sehr gute Arbeit. Dann sparen wir jetzt auf die 13. Okay. Dann sind wir jetzt auch nochmal für den Income. So, Pierce Natural. Da sollten wir eigentlich wieder gut aufgestellt sein. Das ist in dem Sinne Vorbereitung, aber der Fire Lord, der muss jetzt dahin und wir können noch einen Fire Archer machen. Eigentlich hätte ich den hier hinbauen sollen, damit er auch von der Feuerrate profitiert. Naja. Das ist okay. Wir kriegen jetzt noch einen Cent ab, können jetzt definitiv einen Worker gehen. Der Firelord hat hier alles perfekt gemacht. Ein bisschen schlecht, dass der Butcher früh gestorben ist, aber trotzdem müsste das reichen, weil der Damage eigentlich von mir nicht schlecht ist. Klar haben wir fast nur Pierce Damage hier hinten. Aber das sollte eigentlich klappen. Das wird schon. So. Läuft. Ich warte hier langsam taktisch. Das läuft schon, das läuft. Ich bin überrascht. Bin ich dann natürlich mit einverstanden. Jetzt kommt wieder die ein wenig unschöne Wave. Aber da haben wir eigentlich auch wieder gute Def-Werte. Die Bone Crusher sind halt eigentlich nicht die besten Tanks. Kann man sagen, wie man will. Aber wir werden jetzt hier noch ein bisschen aufstocken. Und Bone Crusher von der Seite. Der, also später dann. Der hat einfach nur ein bisschen länger eine oder zwei Einheiten beschäftigen soll. Ja, na hier auf. Wenn die nicht ausgebaut sind, ist halt dämlich as fuck. So, und Drake, der böllert hier halt leider mein Tanklein komplett weg. Nie so gut ist. Also das könnte sein, dass ich leake. Obwohl ich ziemlich viel Schaden hinterher. Ja, hier ist nur Pierce Damage und die haben alle Swift-Verteidigung. Also die werden halt umgerotzt wie nichts. Und auch der Drake macht hier hinten jetzt nicht mehr so viel. Das passt. Mal wieder was gesendet bekommen. Da werden wir eigentlich noch einen Worker gehen. Er hat leider gefailt, aber dafür sind wir hier oder haben meine Teammates hier ziemlich gut durchgedrückt. Bedeutet noch mal mehr Geld für uns. Ich glaube, bei denen haben sogar zwei geleakt, war. Passt, passt. Teamworker. Ja. Das ist okay.
Könnte mehr gehen, aber naja. So, das tut jetzt ein bisschen weh. Eigentlich würde ich schon gerne meinen Dings ausbauen. Mein Bone Crusher, aber der macht jetzt hier. Der kriegt jetzt hier eher aufs Fressbrett. Müssen wir so machen. Konnte halt zwei Schläge abhalten. Ist jetzt nicht mega, aber immerhin ein bisschen. Ich habe auch ein bisschen was bekommen, eine Mole und eine Turtle. Ein bisschen ärgerlich, dass meine Tankline voll weit vorne stand. Ach so, die sind ja Fernkämpfer dadurch. Ja, das ist halt natürlich dumm. Die Firelords, die eigentlich meine Tanks sind, hätten eigentlich ein bisschen weiter hinten stehen sollen. Just save for 15. Ah, Lord of Death, die werden hier, glaube ich, leaken. Macht nicht so viel Schaden an den Herren. Oh, der hat sogar noch einen Drake rausbekommen. Komm, wenigstens noch den Golem weg. Ach, na, das ist nicht so schön. Obwohl, wir können jetzt noch mal ein bisschen mehr Mythium generieren. Das passt eigentlich auch. Aber unser Fighter Value fällt jetzt irgendwie stark ab demnächst. Also wir müssen eigentlich geführt auf der 15 beenden. Sonst wird das sehr schwer für uns. Magic Arcane, das wird mir wieder sehr, sehr wehtun. Ich kann den auch nicht ausbauen, aber 430. Die ist halt Kacke. Auf gut Deutsch gesagt. Nee. Ich brauche 65. Ach, 265. Ah, alles klar, GG, reicht. Top. Das sollte eigentlich top sein. Jetzt sollte auch der Lifestyle noch besser ja, passen. So. Wie viel haben die anderen? 500, 400. Das sollte eigentlich passen. Send now. So. Und Drake. Ja, der hat hier Magic. Das ist fortified. Und die haben. Ja, Magic Schaden ist doch schon okay. Das sollte ich eigentlich schaffen. Firelords halten halt mehr als super aus. Ich finde auch. Na, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, aber ich glaube, der Bonecrusher ist halt einfach GG. Der macht es schon. Das ist top. Jetzt kommt der Killer-Send von uns. Ich einfach alles, was ich habe. Und der Leak ist wirklich gut. Da können wir noch mal ein paar kleine Sachen mitschicken, die wir nicht jetzt wundern. Bei jedem prasseln da fünf Einheiten rein. Jetzt noch schnell mit Snails auffüllen. Mach hier mal noch eine Snail. So. Das wird jetzt wehtun, aber der Phoenix hoffentlich wird mir dann so ein bisschen mein Popo retten. So, und jetzt kann ich eigentlich nur abwarten. Ich hoffe, dass er hier vielleicht einen kleinen bisschen länger beschäftigen kann. Ich werde jetzt einfach Mass Creep senden. Bone Warrior kann ich nicht noch setzen. Ich glaube auch meine hatte. Nee, der hatte nur Berserker, war. Violet war dann ein anderer.
aber jede Menge. Ja, sehr schön, der ist schon mal tot. Wenn der hier drauf geht, dann ist das eigentlich so gut wie GG. Der Große muss länger überleben. Sehr schön, jetzt hätte er noch ein paar. Oh ja. Das werde ich durchbekommen. Ich werde leider leaken, aber das. Ja. War fast klar bei einer Magic Wave. Da kann der Fire Lord auch nicht zu viel machen. Aber meiner hat das geschafft. Also. Ja, das GG, 28 Units, das schafft er nicht. Und wir kämpfen noch. Nope, nope, nope. Das ist ein Win, würde ich mal sagen. Bedanken uns natürlich auch. Das wird der King kaum schaffen bei so viel Übermacht. Auch wenn er jetzt eine Rotation durchbekommt, sieht man schon, da nichts da. GG. Schönes Ding. Kann man nicht meckern. 1A-Team und diesmal habe ich auch nicht keine Scheiße gebaut. Teamzusammenstellung war doch besser als gedacht. Sehr schön. Das gefällt mir. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in einer wunderschönen nächsten Folge wieder. Also haut raus, bis dann. Tschüss.